Servus. Wie ihr im Vorschaubild schon gesehen habt, geht es heute weiter an der A-Klasse. Bei der A-Klasse wird heute der Keilriemen ausgetauscht, genauso wie die Umlenkrollen. Das Problem ist, dass aktuell, wenn das Fahrzeug gestartet wird, der Keilriemen ziemlich laut quietscht. Das liegt aber jetzt nicht direkt am Keilriemen, sondern eher an den Umlenkrollen. Das ist eine Schwachstelle bei der A-Klasse und die möchte ich heute mit euch gemeinsam beheben. Ich zeige euch ganz kurz die Teile und dann fangen wir auch schon an. Also hier sieht man es eh schon, viele Teile haben wir heute nicht. Das ist zum einen mal natürlich der Keilriemen, der Keilrippenriemen. Und hier haben wir die Umlenkrollen, wo der Keilriemen dann drüber läuft. Das Problem ist, dass halt hier mit der Zeit sich das Kugellager in das Plastik einfrisst. Und dann läuft es nicht mehr gerade und dann fängt es das Quietschen an. Wie gesagt, die sind immer zu zweit zu tauschen. Insgesamt gibt es da zwei Stück davon. Und die beiden werden wir austauschen heute. Da wir nachher noch an der Lichtmaschine arbeiten müssen, werde ich jetzt hier die Batterie abklemmen. Die Batterie ist hier bei dem Auto unter dem, ja nicht unter dem Beifahrersitz, aber unter dem Teppich vom Beifahrer. Hier ist der Kasten. So, dann dreht man das hier. Dann kann man hier diesen Deckel aufmachen. Das sieht man jetzt hier. Das lege ich mir alles ein bisschen zur Seite. Wenn ihr ein Mercedes-Benz-Radio habt, einen originalen, natürlich auf jeden Fall erstmal das Radio ausschalten, falls ihr den Code nicht mehr habt, weil sonst kriegt ihr das nachher nicht mehr eingeschaltet. Dann ist jetzt hier noch so eine Dämmmatte drauf, die legen wir uns auch zur Seite. Und jetzt sieht man hier auch schon die Batterie, Pluspoldeckel war einfach nicht mehr drauf. Mir reicht es, wenn ich jetzt den Minuspol abklemme. Ich werde jetzt, wie gesagt, den runternehmen und dann ist das Auto sozusagen ohne Strom. Das reicht völlig aus. Ihr müsst jetzt da nicht die ganze Batterie ausbauen. Wichtig ist halt nur, dass da kein Strom mehr fließt im Auto. So, und damit ist es dann auch schon aus. Den lege ich mir hier zur Seite. So, das kann man so lassen. Wie gesagt, da passiert jetzt nichts weiter. Da ist jetzt einfach nur der Strom weg. Den schließe ich mir nachher wieder an und dann funktioniert wieder alles. Diesen Deckel an der Unterseite und zwar müssen wir den hier abmachen. Auf der Rückseite ist dann der Keilriemen, das zeige ich euch gleich. Was wir natürlich noch haben, ist der Klimakompressor und die Lichtmaschine. Die müssen wir uns erstmal wegnehmen, damit wir da richtig hinkommen. Das zeige ich euch auch gleich, aber erstmal nehmen wir den Deckel runter. Insgesamt ist der Deckel glaube ich mit zwei oder drei Schrauben befestigt, also ist relativ einfach zu entfernen. Haben wir auf der hinteren Seite auch noch eine 8er und dann ist der Deckel lose. Also zwei 8er und eine 10er. Ich weiß nicht, ob das original so ist oder ob das schon mal gebastelt wurde. Ich habe auf jeden Fall jetzt zwei 8er Schrauben und eine 10er Schraube. Gut, nachdem die Schrauben unten sind, kann man sich jetzt hier den Deckel einfach wegnehmen und hier hinten ist dann auch schon der Keilriemen zu sehen. So, was ich immer gerne mache, ist natürlich die Zeichnung von dem Keilriemen, damit ich später nicht den Einbau verwechseln kann. Also ich habe einmal hier unten die Lichtmaschine, dann habe ich hier die Klima-Lichtmaschine, dann habe ich hier vorne die Kurbelwelle, dann habe ich hier oben drei Umlenkrollen, 1, 2, 3. So, also von der, fange jetzt hier an bei der Klima. Die Klima geht unten an der Lichtmaschine entlang, die geht dann hier hoch, wird hier geführt über die zwei Umlenkrollen, dann geht die hier unten über die Kurbelwelle, hier oben über die andere Umlenkrolle und kommt hier unten wieder raus. Also so schaut es im Endeffekt dann aus, so werden die geführt und so werde ich das dann auch wieder einbauen. Ich mache mir das als Gedächtnisbrücke, weil das später wieder rauszufinden, das ist immer ein bisschen gefriemelt, deshalb mache ich das vorab. So, damit ihr mal seht, wie wenig Platz man da hat, also eine Handbreite geht noch rein. Ich werde mir jetzt erstmal hier die Schrauben lösen von dem Klima. Das sind hier unten drei und da oben sind auch noch, das sieht man da. Und dann kann ich das Bauteil erstmal runternehmen. Hier oben drin sind dann die zwei Spannrollen, die sieht man jetzt da, beziehungsweise Umlenkrollen.
und hier vorne ist die Lichtmaschine. Hier vorne ist dann natürlich die Kurbelwelle und da oben ist noch die Servo und dann ist sozusagen der Keilriemen ausgebaut. Das hört sich jetzt leider leichter an, als es tatsächlich ist. Filmtechnisch ist jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen. Wie gesagt, ich werde jetzt da oben auf jeden Fall erstmal den Keilriemen rausnehmen, dann die zwei Umlenkrollen da oben ausbauen und bevor ich das mache, werde ich hier erstmal die Klima ausbauen und die Lichtmaschine. So, bevor ich jetzt da unten an die zwei Schrauben rankomme, muss ich mir natürlich schauen, dass ich erstmal den Klima wegkriege. Dazu werde ich erstmal die Schrauben lösen. Da brauchen wir eine Zehner. Also die erste geht schon mal ganz leicht auf. Das sind halt ewig lange Schrauben und ja, die halten halt das ganze System sozusagen zusammen. Das sieht man jetzt hier. Die lege ich mir zur Seite, weil ich glaube, da gibt es verschiedene Größen, damit wir die nicht vertauschen. Dann haben wir hier oben natürlich noch eine. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen eng verbaut, aber man kommt noch relativ gut dran. Für eine A-Klasse sowieso, muss man immer leider dazu sagen. So, und da ist schon die zweite Schraube. Die ist gleich lang, die kann ich so lassen. Das ist natürlich auch der Grund, warum ich den Strom abgemacht habe, weil da vorne ist die Lichtmaschine. Und auf der Lichtmaschine ist natürlich Dauerschluss. Und bevor ich da eine gewischt kriege, klemme ich mir lieber die Batterie ab. Hinten ist noch das Massekabel, was auch noch an der Klima befestigt ist. Da sieht man schon, die wird jetzt auch langsam locker. So, und wenn die Schraube locker wird, wird natürlich der Klimakompressor auch locker. Und somit dann auch der Keilriemen. Muss man nur schauen, dass man die Schraube runterkriegt. Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen nach oben klappen. Ist aber nicht so schlimm. Dann ist jetzt das Massekabel auch gelöst. Und wie man sieht, der Klimakondensator, der ist jetzt locker. Und jetzt ziehe ich mir erstmal da vorne den Keilriemen runter. So, mache ich mir jetzt hier ein bisschen locker, das Ganze. Dann ziehe ich mir jetzt hier den Keilriemen sozusagen drüber. Kämpft ein bisschen, aber da kommt schon. Man könnte den Keilriemen jetzt natürlich auch durchschneiden. Das möchte ich aber jetzt nicht machen, weil ich erstmal schauen möchte, dass ich auch den richtigen habe. Weil wenn ich den nachher noch brauche, dann habe ich keinen. Das wäre jetzt ganz doof. Dann kommt er dann auch schon. Ja, ist jetzt ein bisschen Abrieb, aber das ist nicht so schlimm. So, dann ist der Keilriemen schon mal ab. Und der Klimakompressor ist auch schon locker. Jetzt kann ich mir den hier natürlich ein bisschen dementsprechend hochdrücken, damit ich jetzt hier die Lichtmaschine locker machen kann, damit ich das da oben ausbauen kann. So, damit ich da ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe, nehme ich mir jetzt hier drüben noch den Halter runter. Ja, dann geht es ein bisschen einfacher. Dann kann ich da den Klimakompressor ein bisschen mehr abhängen. Ist so ein bisschen schwierig, wenn das Bauteil noch dran ist. Die Massekabel nachher natürlich auch wieder anbringen. So, dann ist der Halter lose. Dann kann ich hier die Klimakompressor ein bisschen mehr bewegen, weil ich ein bisschen mehr Platz habe. Im Endeffekt habe ich gesehen, brauche ich die Lichtmaschine eigentlich gar nicht runternehmen. Mir reicht das eigentlich völlig aus, der Arbeitsplatz jetzt, wenn die Klima hier so ein bisschen hängt. Deshalb lasse ich die unteren Schrauben erstmal fest. Jetzt werde ich erstmal den Keilriemen runternehmen. Wie gesagt, der läuft jetzt hier über die Lichtmaschine, dann oben über die zwei Umlenkrollen und dann kommt da vorne an der Kurbelwelle unten wieder raus. Gut, und da ist dann auch schon der alte Keilriemen draußen. Raus ist natürlich einfacher. Und ich sehe schon ein paar Mängel an dem Teil. Der wird auf jeden Fall seinen Beitrag zum Quietschen dazu getan haben. Jetzt wird es aber mal rangehen, oben die zwei Rollen auszubauen da oben. Und dann werden die ausgetauscht. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Rolle. Die hier oben ist jetzt kameratechnisch echt schwer zu positionieren. Ich hoffe, dass ihr es trotzdem seht. Um die jetzt zu lösen, brauchen wir eine 13er Nuss. Die muss ich jetzt erstmal da drauf kriegen. Wie gesagt, ist alles gar nicht so einfach. Aber wenn sie mal drauf ist, dann sollte das eigentlich gut funktionieren. So, ist drauf. Und hat sich, glaube ich, auch schon gelöst. Schaut gut aus. Dann kann ich mir die als erstes rausnehmen. Die alten Teile schauen wir uns natürlich gleich noch an auf dem Tisch. Erstmal ausgebaut die Rolle. Wichtig ist, wenn ihr sowas machen wollt,
müsst ihr schauen, ob ihr mit oder ohne Klima habt, weil dann ist der Keilriemen um die Umlenkrollen natürlich verschieden groß. Die erste haben wir schon mal. Dann haben wir hier oben die zweite Rolle. Da muss ich jetzt mit einem flachen Schlüssel drauf. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was ihr alles seht, weil ich selber nichts sehe. Aber ich hoffe, dass ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, was ich da mache. So, die ersten beiden Rollen sind raus. Jetzt haben wir da oben noch den Übeltäter. Da kommt man so nicht hin. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir jetzt hier die Verlängerung genommen und ja, habe mir jetzt einfach die 13er da vorne drauf gemacht, in der Hoffnung, dass ich die da rauskriege. Die ersten zwei Rollen sind raus. Die mittlere, die bleibt drin. Die ist ein bisschen größer. Die ist auch noch in Ordnung. Das sieht man hier. Die andere, die ich jetzt oben ausbaue, die schaut ein bisschen wilder aus. Das war jetzt die alte vordere. Die schaut an sich auch noch okay aus, aber die obere, die ist total kaputt. Das zeige ich euch gleich, wenn ich die ausgebaut habe, und das mache ich jetzt. Leider kann ich es nicht filmen, weil das halt wirklich zu eng da oben ist, aber ich zeige euch gleich die alten Teile. So, hier haben wir unsere Übeltäter. Also, wie gesagt, das ist jetzt die vordere. Die vordere schaut an sich eigentlich noch ganz okay aus. Ist hier natürlich schon ein bisschen eingelaufen, aber ist jetzt halb so wild. Die mittlere, die kommt wieder drauf. Die ist soweit in Ordnung, da rauscht auch nichts oder so. Die ist ein bisschen größer, hätte man mitmachen können, habe ich jetzt nicht gemacht, in der Hoffnung, dass halt das alles passt. Also das Kugellager läuft gut, da quietscht nichts, das ist noch relativ frisch. Zur Not, also das ist eigentlich das kleinste Problem, die Rolle geht wirklich einfach raus. Die schlimmste Rolle war die hinterste Rolle und an der Rolle sieht man dann auch schon die ganzen Abnutzungserscheinungen. Ich denke, dass die Rolle wirklich kaputt war, das sieht man jetzt hier auch. Die lässt sich auch nicht mehr so schön drehen. Und ja, das ist die schlimmste Rolle, das ist die obere. Die werden jetzt gegen die zwei neuen ersetzt. Das sieht man hier auch, ne? Sind gleich groß. Da müsst ihr vorher echt drauf achten, dass ihr die richtigen habt, weil die gibt es einmal mit 70 und einmal mit 76 mm. Nicht, dass ihr die falschen habt und dann alles schon ausgebaut habt und nichts mehr machen könnt. Ich werde die Teile jetzt einbauen und zeige euch dann am Ende das Ergebnis natürlich. Und dann machen wir noch einen Soundcheck, ob das immer noch so quietscht. Ich hoffe nicht. Die Deckel hier, die braucht ihr wieder. Damit wird das Ganze festgehalten. Und ich würde sagen, ich baue das jetzt ein, dann machen wir den Soundcheck und ja, am Ende wissen wir mehr. So, hier haben wir jetzt noch den Keilriemen. Hier sieht man auch, dass die Lauffläche nicht mehr so schön war. An manchen Stellen, ich versuche jetzt gerade was rauszufinden. Also hier sieht man es zum Beispiel, hier löst sich das Gummi schon auf. Und hier sieht man das auch nochmal, das hat sich da schon angefangen aufzulösen. Also der Keilriemen war auch nicht mehr so gut, aber ich denke, das Hauptproblem waren wirklich die Rollen. Und jetzt kommt da hier der neue Keilriemen rein. Ja, den ziehe ich jetzt da drauf und dann ist die Reparatur fertig. So, die Rollen sind jetzt alle wieder drinnen. Also ich kann euch sagen, das ist keine schöne Arbeit. Wenn ihr eine A-Klasse mit Keilriemenschaden habt, lasst den Keilriemen kaputt gehen und fahrt das Auto zum Schrottplatz. Es sei denn, ihr habt echt die Nerven, aber das war keine schöne Arbeit. Die Rollen sind jetzt drinnen. Ich ziehe jetzt den Keilriemen auf und dann machen wir, wie gesagt, den Soundcheck. So, es ist vollbracht. Also der Keilriemen ist jetzt auch drauf. Wer der Meinung ist, die schlimmste Arbeit ist, die Rollen zu tauschen, der irrt sich. Die tatsächlich schlimmste Arbeit ist, hier den Keilriemen wieder drauf zu kriegen, weil die zweite Rolle da oben ist die Spannrolle. Und mit dem wenig Platz, den man da hat, das wieder hinzukriegen, also ich muss euch sagen, ist keine schöne Arbeit. Ich werde das Fahrzeug jetzt hier unten noch zumachen, dann lassen wir runter und dann hören wir uns mal den Keilriemen an. Wir sind im Innenraum, der Teppich ist schon verbaut, Gang ist draußen. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass der Keilriemen auch richtig installiert ist. Ich werde jetzt den Motor das erste Mal starten, nachdem der Keilriemen installiert ist. Und würde sagen, hören uns das mal an und hoffen, dass es uns den Keilriemen jetzt nicht komplett zerreißt. Ah, Stille. So, das war jetzt mal der Keilriemen-Einbau vom Benz. Wie ihr gesehen habt, ja, ist echt eine fuchsige Arbeit. Ich habe jetzt für den Einbau circa 2 Stunden gebraucht, Video wird wahrscheinlich nur ein paar Minuten gehen, aber also ich bin froh, das war jetzt die letzte Reparatur an der A-Klasse, ich bin echt froh, dass es fertig geworden ist. Das Fahrzeug wird jetzt beim TÜV vorgefahren, es ist jetzt Ende Januar, TÜV hat er noch bis Ende Januar. Ich denke mal, es sollte keine Probleme geben. Die Rostbehandlung, da habe ich jetzt leider kein Videomaterial, da wird es aber noch welches geben. Das ist ja noch nicht behandelt worden, aber das wird beim TÜV jetzt kein Problem machen, die 2 Roststellen an hinteren Kotflügel. Wie bereits im letzten Video erwähnt, sind jetzt momentan hier in der Werkstatt noch Umbaumaßnahmen. Deswegen wird es die nächsten Videos in einer anderen Werkstatt geben. Aber das macht normalerweise keinen Unterschied. Also wo man schraubt, ist egal. Hauptsache man schraubt, würde ich sagen. Und ich bedanke mich fürs heutige Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus.
Musik.